uns gedacht, wenn andere sich kritisch mit dem Veggie Day auseinandersetzen, zeigen wir, dass wir daran Freude haben. Ja, heute ist alles vegetarisch. Danke für die, die was mitgebracht haben. Sarah Wiener hat uns ein paar traumhafte Steinofenbrote und so Aufstriche geschenkt. Einige haben hier scheinbar selber Sushis gemacht. Marion kam hier gerade mit Gnocchi im Basilikumpesto und so. Also der Tisch ist voll mit lauter wunderbaren Dingen. Man muss nicht darben, sondern kann sich schön ernähren. Die ist heute nicht mehr. Sonst ist es noch bewahrbar. Ja, ja, ja. Siehst du mal, wie einfach das geht. Meine Eltern kommen aus einem Land, wo Fleischkonsum sehr ausgeprägt ist. Ein Essen, eine Mahlzeit ohne Fleisch ist in der Türkei keine Mahlzeit. Das ist sehr selten, dass man Vegetarisches auf dem Tisch hat oder vegan, ganz unvorstellbar. Und neulich, vor 3 Tagen, ich bei meinen Eltern zu Hause, es gab kein Fleisch. Papa beschwert sich, wo ist mein Kotelett? Ich gucke zu, wie die sich unterhalten. Und meine Mutter, die eigentlich sehr unpolitisch ist, Politik, außer dass ihr Sohn Abgeordneter ist, interessiert die gar nicht, sagt zu meinem Papa, Renate Künast hat gesagt, einmal in der Woche kein Fleisch. Ich finde, dass das, was jetzt praktiziert wird, Bevormundung ist, Massentierhaltungsstelle, Megaschlachthöfe, für die Millionenbeträge aus Steuergeldern ausgegeben werden. Diese Bevormundung gegenüber Menschen am anderen Ende der Welt, dass wir allein Deutschland 2,5 Millionen Hektar Ackerfläche denen stiehlt, ja, die nicht für ihre Ernährung da ist, und dann wird die Arbeit in den Plantagen auch schlecht bezahlt. Also wenn was Bevormundung ist, dann ist es Bevormundung, das alte System. Ja.